Chicago zeigt uns jetzt mal seine wunderschöne, wunderschöne Garage. Wir haben's, wir doch nicht. Ah ja, Matze. Ah ja, ah ja. So, okay. Gut, dann Chicago Fire, komm mal her. Das ist deine Garage. Du musst jetzt schon mal hier so ein bisschen mich rumführen. Schreibt gerne auch immer in den Chat dabei, ob eure Garage nach irgendwas bestimmtem sortiert ist oder so, ja? Also ob das die Halloween-Garage ist, ob das eine BMW-Garage ist, ob das, keine Ahnung, wo irgendwie was ist, ja? Ich hätte Bock, mir das neue BO6 zu holen, aber mir ist es zu teuer, sagt ihr, wie es ist. Einfach zu teuer. So, dann starten wir mal. Wir haben hier eine Umagio, würde ich mal, doch, so war das, genau. Relativ neue Karre. Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt irgendwie nicht so super besonders, ehrlicherweise. Der sieht ganz cool aus, ja. Mit Chameleon-Grün ist auch eine coole Farbe. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, ich... Achso, ich wollte gar nicht löschen, egal. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, krasse Karre. Ich würde sagen, das sind einfach alle Autos vom neuen DLC, oder? Oder? So, Centorno ist natürlich ein absoluter Klassiker. Oh yes. Centorno natürlich ein absoluter Klassiker. Centorno ist natürlich... Oh, nice. Nochmal ein Pipistrello. Ziemlich ähnlich getuned, oder? Ja, da hinten. Überall aber das Crew-Logo, das glaube ich mir. Aha. So ähnlich hatte ich den auch getuned. Fühle ich aber gar nicht, die Karre. Aha, Mercedes. Ich sehe hier irgendwie noch nicht so ein Konzept drin. Ich würde sagen, das sind einfach alle Autos vom neuen Update, ne? Hier auf realistisch getuned, okay. Das sind einfach alle Autos vom neuen Update, oder? Schleckweg. Dankeschön für dein Geschenk auf TikTok. Und das sieht cool aus, der Mercedes. Den finde ich ganz nice. Auch mit F1-Reifen. Castigator, okay, ja, von mir aus. Wildes Design, wenn man es mag. Mir wäre es ein bisschen too much hier mit dem ganzen Zeug. Also hier Lampe, da Lampe, dann das Design. Mir wäre es zu viel. Mir wäre es zu viel, sag ich euch, wie es ist. Noch ein Cypher. Ja, auch hier, diese, ich mag das nicht mit den Nieten. Das habe ich euch ja schon öfters gesagt. Ich sehe hier irgendwie noch nicht so ein Konzept, muss ich hier gestehen. Okay, Sanctus, ja, sieht relativ stock aus. Noch ein Cypher, bisschen bunt getuned. Mercedes, relativ stock. Tulip stock. Polizeiauto, ja, der sieht cool aus, aber auch recht. Ja, der ist der GTA Plus Lackierung hier von diesem Monat. Und der Lurcher. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nichts Besonderes entdeckt, muss ich gestehen. Also ein paar Autos ja hier zum Beispiel mit F1-Reifen und so. Okay, aber ehrlicherweise, ich hätte jetzt mehr erwartet, Chicago. Ich dachte, du hättest so übel die krasse Garage. Hm, weiß ich nicht, sag ich dir ehrlich. Aber okay, sind schöne Autos, aber irgendwie sehe ich da noch nicht so ein richtiges Konzept. Na, schauen wir mal. Vielleicht hat ja der Wolf hier eine krassere. Das ist immer in der Firmengarage, okay. Was haben wir denn hier? Ein Cypher. Also sieht alles relativ realistisch getuned aus, eher ein bisschen schlichter aus. Freunde, ihr braucht mich nicht tausendmal einladen, wenn ihr seht, ich bin am Anfang von der Garage. Wenn ihr anfangt, wenn ich so in meinen letzten drei Autos bin, okay. Aber jetzt macht es gar keinen Sinn, mich halt. Ihr seht doch im Stream, wie weit ich ungefähr bin. Cypher. Ja, ist alles relativ realistisch. Und relativ grau, hier zwei Bentleys. Schöne Autos. Ah, hier. Sogar mit besonderem Nummernschild. Gefällt mir. Weil der trotzdem ein bisschen besonders ist. Ne? Aber halt nicht mit F1-Reifen so übertrieben. Aber trotzdem hat er gezeigt, dass er ein besonderes Auto hat. Wisst ihr, was ich meine? Ah, finde ich cool. Das finde ich echt cool. Dann hier Bugatti, noch ein Bentley. Guck mal, wenn du die mal umsortierst, dann hast du alle drei Bentleys nebeneinander. Wäre mal nur als Vorschlag. So, von alt nach neu oder von klein nach groß sortieren, irgendwie sowas. Ein paar Nummernschilder sind besonders, okay. Und hier hast du ein Stockwerk freigelassen und dann hast du wieder oben, oder was? Hä? Steven, zeig mir deine coolste. Ich will deine coolste Garage sehen. Ah, nee, nur zwei Autos noch. Ah, das sind die neuen, okay. Also die GTA Plus Dinger, oder? Nee, einfach nur so, okay. Ja, ja, ich ist schon mehr Konzept, also irgendwie mehr so auf farblichen Konzept drin, alles so in grau gehalten, dunkelgrau. Ein paar besonderere Autos, aber auch irgendwie jetzt nicht so eine Garage, wo ich sage, das fände ich ja übel, das ist ja geisteskrank so. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, also nicht so ein Konzept drin, aber es sieht irgendwie stimmig aus hier mit dem Hintergrund. Das gefällt mir ganz gut, weil es irgendwie so insgesamt so ein stimmiges Gesamtbild ist. Irgendwie. Ui, jetzt wird's blau. Ja, guck mal, das sieht doch mal stimmig aus. Komplett blau. Bei wem sind wir hier? Mr. LOL. Okay. Nicht versichert. Tigon, nicht versichert. Stark. Wusste nicht mehr, dass das geht. So, wir fangen an mit dem Centorno. Sehe ich ein Gesamtkonzept? Nö. Einfach nur alles blau. Und viel F1. Alles F1, würde ich sagen. Okay. Auch modded Nummernschilder überall? Nee, okay, das nicht. Aber Julex Nummernschilder, bester Mann. Ja, sehr geil. Gut, fangen wir mal an. Oh, alle F1, alle gleiche Farbe. Ist das die Crew-Farbe oder was? Osiris, Wagner. Oh, Wagner mit F1 sieht auch wild aus. Hier. Ich glaube, da gibt es auch eine Tuning-Option, das Nummernschild wegzumachen. Und das vorne, so auf einer Seite, finde ich irgendwie weird. Wenn es nicht symmetrisch ist, weißt du? Ich glaube, du kannst vorne abmachen und dann nur hinten haben. Ey, dann hier, gemoddet. Ist jetzt der sogar geglitscht, oder? Würde ich mal raten, so. Sehr nice. Gefällt mir auch mit F1-Reifen. Das ist ein Vibe.
Das ist eine geile Karre, Mann. Die kannst du mir das nächste Mal im Car-Meet mal mitbringen. Die würde ich dir mal abkaufen. Die finde ich geil. Dann haben wir hier Frankenstanch. Ja. Hot Rod, okay. Und ja, das ist doch schon mal eine solide Garage. Ich sehe jetzt hier noch nicht so ein Konzept im Sinne von nur Lambo oder nur Dings. Aber das ist, muss es ja auch nicht. Aber es sieht trotzdem einfach stimmig aus, die Garage. Gefällt mir. Gefällt mir. Die Crew-Farbe ist das hier. Oh, geil. Finde ich gut. Finde ich gut. So, sind wir wieder in der GTA Plus Garage. Die Garage hier, GTA Plus, ist schon geil, ne? Also das Gebäude an sich. So, was haben wir denn hier? Das sind alles Karins, würde ich behaupten. Und das da drüben alles BMWs. BMW und Karin, okay. Wir starten. RS Classic. Habe ich da schon Short hochgeladen oder kommt es jetzt noch die Tage? Ich glaube, das habe ich schon hochgeladen, ne? Dass es vom Sultan irgendwie so 2 Milliarden Varianten gibt. Aber es gibt noch ein Auto, das ist noch schlimmer. Das kommt jetzt die Tage. Oder kam heute? Oder morgen? Auch nicht versichert. Die ganzen Karren sind nicht versichert. Was ist los bei euch? Ihr seid mutig. Sehr clean gehalten und sehr realistisch getuned. Gefällt mir gut. Sehr realistisch getuned irgendwie. Auf eine ganz völlig verschiedene Stile. Völlig verschiedene Stile. Das hier zum Beispiel gefällt mir gar nicht. Farblich, aber das ist Geschmackssache. Aber der hier zum Beispiel ist sehr geil, finde ich. Noch die hier, boah. Schon schöne Autos, kann man nicht anders sagen. Hab da fein gemacht. Oha, sau nice. Boah, das Grün sieht auch krass aus. Hey, sau nice. Schöne Garage, vor allem wenn man halt die Arbeit sich macht und wirklich mal eine Garage, das gleiche Fahrzeugmodell, aber auf völlig unterschiedliche Sachen, Versionen tuned. Das ist schon krass, ne? GTA ist halt schon ein geisteskrankes Spiel, was du da alles machen kannst. So, Cypher, gelb. Hier mal ein bisschen lila, eher so ein bisschen Understatement eher. Mhm. Shorty, nice. Dann haben wir hier Allergy Retro Custom. Drei Versionen, auch wieder völlig unterschiedlich vom Stil her. Aber trotzdem alle sehr nice. Ich glaube aber von den drei, welchen von den drei würdet ihr nehmen? Erstmal hier das Grau, Weiß oder Schwarz? 1, 2, 3 in Chat. Links 1, Mitte 2, rechts 3. Welche Version von den drei würdet ihr nehmen? Drei? Die meisten drei sehe ich im Chat. Also hier den schwarzen. Ja, ich finde, der sieht auch am cleansten aus. Hat auf jeden Fall was. Hier, das ist schon krass, ne? Ist alles die gleiche Karre, aber doch irgendwie alles völlig unterschiedlich. Oh, das Grün. Das sieht geisteskrank aus. Das musst du mal einreichen als Crew-Farbe. Finde ich sau wild. Finde ich wild. Oh, der sieht sehr geil aus hier. Okay, kann ich nicht anders sagen. Sehr, sehr schöne Garage. Sehr, 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 sehr schöne Garage. Nur mich würde es ein bisschen triggern, dass du dann nur, also zwei Cypher, sonst so eine perfekte Garage und dann zwei Cyphers. Stört jetzt nicht, aber könnte man halt auch optimieren. Ne? Ja, alles gut, Leon. Lad einfach ein. Ich gehe hier nacheinander in alle rein. Nach und nach gucke ich mir doch hier alle an. Wir haben doch heute haben wir noch Zeit, noch 4 Stunden. 4 Stunden haben wir noch, gerade so. Minecraft-Film-Trailer gar nicht gesehen. Haben wir hier ein Konzept? Immerhin schon mal nach Größe sortiert. Das finde ich ja schon mal angenehm. Formel-1-Auto, okay. Ja, wilde Karren, aber irgendwie sehe ich noch nicht so ein Konzept hier. Da wird optimiert, kommen noch 2 Energies. Ah ja. Schöne Autos, aber ich sehe jetzt hier noch nicht irgendwie so ein Konzept, ehrlicherweise. Fox, schreib mal in den Chat. Ne, gefällt mir gut. Gute Garage, also coole Garage so, aber ich sehe da noch nicht so ein Konzept irgendwie. Mir sind ja immer Konzepte wichtig. Ich bin aber auch immer sehr kritisch, muss man auch dazu sagen. Was haben wir denn hier? Porsche. Also hier ist weder, also hier sind einfach random irgendwelche Karren zusammengewürfelt. Völlig anderes Design, völlig andere Marken, völlig andere DLCs. Verstehe ich nicht. Also Standard ist doch eigentlich so sortiert nach Marken, nach Modellen, nach DLCs, nach Farben. Oh, ich glaube, den hast du mir mal abgekauft, kann es sein? Bei denen habe ich, glaube ich, auch genauso. Ja, schöne Autos alles so einzeln, aber zusammen ergeben die halt kein stimmiges Bild irgendwie. Weißt du, was ich meine? Was meinst du mit Konzept? Naja, so ein Gesamtbild halt einfach. Jedes Auto einzeln sieht schön aus, ja, keine Frage. Aber die alle zusammen sehen halt irgendwie nichts aus. Also da ist einfach kein Konzept. Aber keine Idee, was so die Idee von der Garage ist. Weißt du, was ich meine? Also nicht so, wie gesagt, alles eine Marke, alles eine Farbe, alles ein Modell, alles ein DLC wenigstens. Irgendwie sowas. Race-Build-Garage ist das, okay? Wo ist das hier Race-Build? Weiß ich nicht. Leider auch irgendwie sehr zusammengewürfelt. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir ja noch. Finden wir ja noch mal was, was mich vom Hocker haut. Ach ja. Bevor wir dann so in einer Stunde in unsere Horror-Games starten. Ich habe ja jetzt schon Horrorangst davor. Du sortierst immer nach Zweck. Okay. Nach Zweck. Okay. Ah ja. Auch okay. Wie gesagt, ich bin aber auch immer sehr kritisch. Muss man auch dazu sagen. Muss man auch dazu sagen. Ich bin immer sehr, sehr kritisch. So, dann schauen wir doch mal uns hier die Garage an. Ich finde eine Agentur auch wirklich einfach eines der schönsten Immobilien. Boah. Gleiches hier. Oh, der sieht wild aus. Der sieht geil aus, der Patriot. Mit Spec. Der sieht krass aus. Aber auch hier irgendwie so gar kein Konzept. Alles sehr bunt zusammengewürfelt. Alles einzeln betrachtet schöne Autos, so ist nicht. Aber irgendwie so das Gesamtbild ist jetzt nicht so stimmig. Bin mal gespannt, ob da jetzt nochmal irgendeine Bruder-Garage kommt. Ah, der sieht krass aus. Der sieht geil aus hier. Noch ein BMW. Das sind immer Modded-Wagen. Ich die nochmal ein bisschen mehr nach Größe sortiert. Okay, so riesige Unter... Ja, weil der hier wirkt sehr, sehr klein für dich. Der türkisfarbene, der hier.
Bennys ist das alles, okay. Boah, das sieht auch geil aus. Aber dann kein Custom-Nummernschild, Bro. Du hast so viel Arbeit in dieses Auto gesteckt. Oder wahrscheinlich einfach nur abgekauft, ne? Und dann kein Custom-Nummernschild. Eieiei. Aber der, boah, der sieht auch geil aus. Der Wacker. Der Wacker sieht auch wild aus. Der Wacker ist ein Macker. Ui, Terminus. Terminus, geilste Karre. Fällt mir richtig gut. Ja, saubere Garage. Ui, die Farbe sieht geil aus. Vielleicht snack ich mir den bei dir mal als nächste, beim nächsten Karmazon. Die Karre, oh, Terminus, der Tempesta in der Farbe sieht schon geil aus. Irgendwie sieht wild aus. Sehr schön. Gute Garage. Fällt mir. Steve, was geht? Oh, wir machen gleich mal zusammen Dehnung. Gemeinsames Dehnen. Ich sehe sehr, sehr viele Polizeiautos auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine reine Emergency-Garage, kann das sein? Ein paar normal getuned, ein paar F1 getuned. Völlig verschiedene Varianten von Autos. Ah ja, man merkt, Icelux ist Polizeifan, würde ich behaupten. Dezent. Ganz dezent. Dezenter Polizeifan. Geil. Passt. Bist ja schon richtig in Halloween-Stimmung. Alter, absolut. Guck's dir an. Guck dir das an. Ja, nee. Ich bin absolut in Halloween-Stimmung. Vor allem auf Twitch sieht's noch krasser aus, Steve. Muss auf Twitch im Querformat dir das angucken. Das sieht nochmal ganz anders aus. Ui. Ah, ich würde sagen, hier sind... Nee. Ich hätte gesagt deutsche Autos, aber nein. Krieger mit Bennys, Niobe mit F1, T20, auch alles sehr besondere Autos, ja. Sehr besonders. Wow, sieht lecker aus irgendwie, die Karre. Felge sieht krass aus. Und auch mit dem blauen Rand und dem blauen Akzent dann im Auto. Rate, BMW, Mercedes und ein Audi. Race? Das hier soll eine Race-Dings sein? Naja, ein i8 sehe ich jetzt eher weniger im Race. Weiß nicht, ob Racer die richtige Beschreibung ist. Und auch hier, Sektenkarre. Aber schöne Autos, definitiv. Ich würde einfach, also hier einfach besondere Autos und überwiegend deutsch, würde ich behaupten. Hier die beiden dann nicht. Einmal britisch und einmal amerikanisch. Ja, nice. Nice, nice, nice. Wie lange bist du schon online? Ja. Jetzt schon fast 8 Stunden. Holy shitty. Und jetzt noch 3 Stunden 40. Und safe, so 5 Minuten vor Ende knallt dann einer nochmal irgendwie nochmal eine Stunde raus oder so. Ich sehe es schon auf mich zukommen. Heute Abend schlafe ich gut. Aber bockt. Aber hier den LG Retro Custom. Hey, Sultan? Wow, irgendwie hier sind mehr so asiatische Autos. Nee, hier haben wir einen Ami. Da haben wir Ami. Sehen wir hier irgendwo ein Konzept? Ja, Kreese würde mich freuen. Aber in so einer Dreiviertelstunde, Stunde gehen wir in Horror Games. Also so ewig, ewig, ewig kannst du dir nicht Zeit lassen. Fast and Furious. Ah, oh ja, sind doch geile Autos. Aber dafür kenne ich die für Autos. Also achte ich zu wenig auf die Autos in den Filmen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja. Echt auch der Mercedes? Auch der? Welchen Film? Tokyo Drift. Ah, okay. So, Porsche Garage in Gelb. Alter, das sieht doch mal hier stimmig aus. Porsche. Alles Porsche und alles in Gelb. Geil. Oh, sieht wild aus. Sieht richtig wild aus. Das ist, würde ich jetzt sagen, die bisher beste Garage. Alles eine Farbe, alles in einem Stil, alles ein Konzept, eine Marke. Das hat einfach ein Konzept so. Weißt du, was ich meine? Da kommst du rein und denkst dir, geil. Sieht geil aus. Wenn die jetzt auch noch alle besonderes Nummernschild hätten, Bro, dann würde ich umfallen. Nee, haben sie leider nicht. Aber stell mal vor, du hättest jetzt alle noch mit einem Modded-Nummernschild. Bro, dann wäre Abfahrt. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. PVB-Garage. PVB-Garage. Nächstes Mal kommt einer hier in weiß-blau-rot oder was? Achso, ich muss ja hier, das ist auch so dumm. Der lädt in die Garage ein, aber du spawnst erstmal hier oben. Anstatt einfach direkt in der Garage. Damian, was geht mal bester? Was geht, was geht, was geht? Oh, ui, ich würde sagen Polizei. Und hier drüben dann eher so... ja, wie soll ich sagen, so Spezialeinheit. Undercover. Undercover und normal. Und auch alles so in einem Farbstil. Das gefällt mir doch schon mal besser. Oh, jetzt wird es aber nochmal militärischer hier unten. Von klein zu groß. Boah, der sieht auch krass aus, der Mil-Spec. Guck mal, Auto ist einfach zu groß für die Garage. Die hätte ich nochmal getauscht hier. Das passt irgendwie von der Größe her nicht ganz. Aber sonst sehr, sehr geile Garage. Gefällt mir gut. Guck mal, selbst Imani hat sich farblich angepasst hier mit ihrem Motorrad. Selbst Imani hat sich angepasst. Sehr schön. Nee, gefällt mir gut. Online-Gamer. Let's go. Secret Service. Ja, ja, sieht so ein bisschen so aus. Mhm. Aber irgendwie sehen alle farblich wenig so orange-mäßig aus. Also irgendwie orange. Gefällt mir ehrlicherweise kein einziges Auto von. Alter! Berlin Street vergönnt 5 Subs. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, für deinen Support. Küsschen aufs Nüsschen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Wirklich, lange hatten wir keine Musik mehr. Du hast endlich mal wieder ein bisschen Musik reingebracht. Berlin Street wäre bester Mann. Und gleich, du könntest jetzt auf entspannt noch Kylo von seinem 3. Platz stoßen. Das ist nämlich sehr dicht, das Mittelfeld. Bei 5, 6 Subs sind es sehr, sehr eng, das Mittel, die Range. Sehr, sehr random, die Garage. Online-Gamer. Aber gut, aber gut. Muss, ist ja auch Geschmackssache. Oh je. F1 überall auf jeden Fall schon mal. Berlin Streetwear, noch ein Sub. Vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Lucky Gamer, ich kann gleich meinen noch zeigen. Vielen, vielen Dank.
Aha. Alles auf jeden Fall schon mal F1. Alles moddet auch Nummernschilder und so. Und Julex Nummernschilder. Kuss. Küsschen. Aufs Nüsschen. Küsschen aufs Nüsschen, meine Beste. Küsschen aufs Nüsschen. Ich finde auch geil, also die Musik finde ich auch geil, oder? Die Donation-Melodie. Ist doch perfekt für Halloween, oder? Was sagt ihr, Chat? Ist doch optimal. Haifisch. Hallöchen. Bestimmt noch bis Mitternacht, ey. Safe. Boah, guck mal, der sieht gewillt aus hier. So, sieht cool aus. Wow, der ist ready hier. Ein paar Augen zu verbrennen. Ja, nee, geile Autos. Alles moddet, alles was Besonderes. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So, sind noch irgendwelche offen? Oder soll ich mal meine zeigen? Ich bin ja eher dabei, im Moment noch meine Garagen auszusortieren. Ich bin ja ein bisschen dabei, auszusortieren, um Platz zu schaffen und dann irgendwie ein bisschen System reinzubringen. Aber ich kann euch sonst meine Firmengarage mal zeigen. Casino-Auto gerade gewonnen. Lüge! Nice, Glückwunsch. Oh, aua. Ups. Boah, das sah schmerzhaft aus. Oh. Ja, Scorpion, dann lad halt ein. Fährst du mich gerade einmal zu meiner, bitte? Also die ganzen anderen Garagen, die bin ich eigentlich gerade nur am Leerräumen. Also ich habe auch in allen Garagen irgendwo irgendwas noch rumstehen. Falsch im Kennzimmer. Aber so meine Main-Garage ist eigentlich die Firmengarage. Da sind eigentlich so die besonderen Autos hauptsächlich drin. Die anderen nutze ich eigentlich mehr im Moment so als Stellfläche. Und alte Autos und so. Deswegen eigentlich am interessantesten, würde ich behaupten, ist die Firmengarage. Das Konzept von dieser Garage, also den 50 Slots, ist eigentlich basically nur, besondere Autos drin haben zu wollen. Das heißt, sie haben eigentlich alle F1-Reifen. Ja, die meisten moddet Nummernschilder. Das bin ich im Moment noch so ein bisschen am, austauschen. Dass die keins haben, noch welche bekommen. Also Versionen ohne Kartennummernschild nur noch. Ihr wisst, was ich meine. Genau, dass das nochmal ein bisschen geupgradet wird. Weil diese moddet Nummernschilder außer Northampton gibt's ja noch nicht so lange. Die gibt's erst seit einem Jahr. Nicht mal. Letzten Dezember. Knapp ein Jahr. Genau. Und dementsprechend ist das noch nicht so hundertprozentig fertig, aber das ist, würde ich sagen, die vorzeigbarste Garage. Aber ich bin auch im Moment noch sehr am Umbauen. Also die Strategie in meinen Garagen hier ist eigentlich einfach nur einen Platz zu haben, wo alle Autos irgendwie was Besonderes sind, farblich ungefähr zusammenpassen und von klein nach groß. Also vorne stehen die kleinen Autos, hinten dann die großen. Das ist so ein bisschen die Taktik. Und hier seht ihr zum Beispiel rechts alles rot, außer da hinten. Okay. Und links alles grün, ne? Also hier alles F1-Reifen, alles in irgendeiner Form besondere Autos. Julex-Nummernschild selbstverständlich. Und genau, hier auf der rechten Seite hat er eben noch ein paar rote. Hatte dann nicht genug Autos, um alles grün zu machen. Das ist so die erste Ebene. Hier zum Beispiel, oh, ich finde die Cast Mamba so geil, ja. Ich finde so ein geiles Auto. Dann gehen wir hier rein. Max, guten Tag. Na, alles klar bei dir? Wie geht's dir? Oh, knack, knack. Doch, ein kleines Konzept. Kleines Konzeptchen. Kleines. Kleines. Noch nicht, ich sag ja, ist noch im Aufbau. Dann hier, alles Türkis, auch alles F1, rechte Seite. Ja, da ist ein bisschen bunter, muss ich gestehen. Auch alles F1. Modded. Matze, irgendwie Merch-Glitches. Frag mich nicht. Da musst du mal Sammy fragen, die kennt sich aus. Da bin ich aber leider überfragt. Oh, fuck, ich krieg den Teebeutel hier nicht raus. Fuck. Ist heiß, 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 heiß. Ah! Aber ich muss den jetzt ausholen, solange der noch nass ist. Weil sonst klebt der dann innen an. Das heißt, heiß. Jetzt aber. Was haben wir hier? Auch natürlich wieder alles F1. Ja, hier, gut, hier wird es farblich ein bisschen bunter. Wie gesagt, ich bin noch im Aufräumenprozess. Aktuell. Bennys Reifen. Boah, der sieht auch geil aus. Auch ewig nicht gefahren. Sieht auch sehr geil aus. Ja, bin länger nicht. Bin hier noch im Aufräumenprozess. Bin dabei, eher erstmal meine ganzen anderen Garagen leer zu bekommen. Und auszumisten mit Autos, die ich sowieso nicht fahre. Dominik, was geht? Genau. So ein bisschen eher die Strategie aktuell. Ja, sehr geil. Ui. Aber warte mal, hier fehlt noch ein Auto. Sag ich ja. Genau, hier ist noch mein Frankenstein. Hoi. Aber hier könnte ich auch mal ein paar Autos rauswerfen, wie zum Beispiel hier den Alpha. Keine Ahnung, brauche ich jetzt einfach nicht. Fahre ich sowieso nicht. So Autos könnte man natürlich noch rausschmeißen. Und dann auf der letzten Ebene. Können wir auch nochmal reingehen. Haben wir nochmal paar gelbe Autos. Guck mal, da haben wir zum Beispiel jetzt den Clique 2, den hatten wir noch oben auch schon mal in Rot. Dann können wir den roten eigentlich oben auch mal verkaufen. Oh, Concord Classic, geilste. Oh, noch hier, sehr geil. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Es sind ein paar sehr schöne Autos dabei. Also Nico, jetzt wäre mal nicht größenwahnsinnig, ne? Direkt 2, ne? Direkt will er 2 haben. Kleiner Finger und so weiter, ne? Kannst du ja aussuchen. Der Pesta oder Mamba. Da wollte ich kurz Karmazon machen. Wir können kurz Karmazon machen, kein Stress. Also, was wurde sich gewünscht? Alpha, Mamba und
Tempester. Das bekommen wir hin. Das bekommen wir doch hin. Dann einmal Karma-Meet, würde ich sagen. So, Abfahrt. Abfahrt! Ich würde auch nochmal Red Dead kurz reinbauen, eigentlich. Red Dead Online. Mal schauen, was sie da für einen Modus im Moment vorstellen. Die meinten noch, da gäbe es irgendwas ganz Tolles jetzt gerade. Oder? War da nicht irgendwas? Ich glaube schon. Meint ihr, Leute, wir schaffen eigentlich heute noch die 400 Subs? Das wäre eigentlich schon mal... Wäre schon schön. Meint ihr? Wer glaubt, dass wir es schaffen? Plus oder Minus im Chat. Freehouse sagt Plus, Bayern Plus, Lappen Plus, Leon nein. Uff. Julius ist optimistisch. Ist auch so dumm, dass das Auto hier einfach nicht mitgenommen wird, ne? Anfordern. Let's go. So, da ist es. Hä? Was ist das denn hier? Lol. Digga, wie sieht der denn aus? Das sieht geisteskrank aus. Holy shit. Das will ich haben. Nicht verfügbar. Oh. Der sieht krass aus. Holy shit, Alter. Wie viele haben wir jetzt? Steht doch hier. Da in der Facecam. 384. Eieiei. So, hier ist mein Mamba. Wer den haben möchte, kann ihn gerne abkaufen. Kaufen Sie ab. Heute billig, morgen teuer. Ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber der sieht krass aus. Von Kreese. Alter, nicht zu viel versprochen. Ja, Finn, schon die Ruhe. Die Ruhe. Jetzt wollte er erstmal der Mamba hier. Kreese, den kann man nur leider nicht abkaufen, weil der Waffen dran hat. Kannst du die Waffen abmachen, nochmal hinstellen? Einlagern. Brauche ich mal meinen Tempesta. Den kannst du einfach die Waffen abmachen. Nehmen wir den Nächste Anfrage in 42 Sekunden. Ich drehe durch, gell. Das ist so sinnlos, dieser Cooldown. Es nervt einfach nur. Es nervt einfach nur jeden. Was Saving Glitches, um die möglichst unattraktiv zu machen. Deswegen nervt man alle anderen Spieler. Oh, das ist auch ein geiler Tempesta hier, der Lila, ne? Sieht auch krass aus. Fühlt man auch gut. Oh, diese Maske, diese Kürbismaske mit Sound, die macht einen fertig. Die macht einen fertig. So, da oben steht der Tempesta, ein Grün. Den meinst du doch, oder? Da ist er. Aber der hat kein besonderes Nummernschild, möchte ich anmerken. Hat der Pester, der hier unten stand, hat der ein besonderes Nummernschild? Weil dann tausche ich die gerade aus. Ja, immerhin Northington, immerhin. Warte, da wird der nämlich gerade ausgetauscht, der andere. Ah, fuck, falsch. Nein. Fahrzeuge verwalten. Ach Gott. Warte, kurz raus hier. Wie erstelle ich ein Custom-Nummernschild? Haben wir auch ein Video zu gemacht. Oxom, du hast das doch immer so schnell griffbereit. Kannst du mich gleich nochmal ins Kamin einladen? Ich muss nur kurz raus zum Umpositionieren. Sonst mülle ich meine Garage wieder sinnlos voll. Warten kurz, bis der geliefert ist. Seit Anfang an schaust du jetzt schon Stream Grand Theft Auto. Das ist krass. Aber wenn du Bock hast, wechsel doch auf Twitch. Da sind alle anderen. Das ist doch viel angenehmer, da zu schauen. Wurde der schon geliefert? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Fahrzeuge verwalten, Standorte. Wo habe ich den reingepackt gerade? Wo habe ich den gerade reingepackt? Wo habe ich den gerade reingepackt, den unnötigen? Uff. Hilfe, warum bin ich so lost? Warum bin ich so lost? Ach, jetzt wurde er. Dass da eine Wartezeit ist zum Auto liefern, ist halt auch so sinnlos, ne? So, Fahrzeugstandorte. Dann habe ich den doch hier rein aus Versehen, oder? Nee. Hier habe ich den aus Versehen rein, ja. Als einziges. Na, oh! Eieiei. Oh, aber wilde Autos. Warte mal. Ich will das aber jetzt erstmal mit meinem Tempesta klären. Eins am anderen. Kannst mich gleich nochmal einladen. Standorte. Der Tempesta tauscht mal mit dem. Muss der erstmal eingeladen. GTA macht einen aber auch wahnsinnig manchmal, ne? Standorte. Wenigstens gibt es aber jetzt diese Option hier. Was haben wir das schon mal getauscht? Und jetzt können wir den noch herbestellen, damit ich den direkt wieder verkaufen kann. Kann doch mal jemand den Mamba hinstellen? Wurde sich gewünscht. Also eine schön leere Garage. Und jetzt habe ich die sinnlos. Hätte ich dann so ein Auto, was ich dann doppelt habe. Ich brauche kein Auto doppelt, wenn ich eine geilere Version habe. Do you know what I mean? Rein hier. Werkstatt-Ebene. Wieder direkt vertickert. Habe leider kein Twitch, aber melde mich bald an. Alter, geil! Jetzt kommt er rüber. Grand Theft Auto. Den ganzen Tag schon im Stream gewesen, jetzt kommt er auf Twitch rüber. Bester Mann. Aber 8 Stunden auf YouTube in Shorts-Format gegeben. Das ist mutig. Das ist mutig. So, verkaufen. Weg mit dem Ding. Bei mir gibt's auch heute Abend Kürbissuppe, Leon. Geil. Können wir zusammen eine schlürfen. So, jetzt aber Arena-Werkstatt. Jetzt zeig ich mal her. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Boah, das sieht schon sehr krass aus, was hier rumsteht zum Teil. So komplett verglitscht. Was, Digga, was ist das für ein Motor? Power Search, Digga. Und die so gut sehen, so gemoddet. Boah, sieht kann man die so normal tunen? Ich gucke, die sieht ja geisteskrank aus. Digga, die musst du mir bitte auch mal verkaufen. Die finde ich auch krass. Weasel News. Lila Transporter. Moin! Ja, das sind alles Bennys Felgen, okay. Ja, ich finde Bennys meistens langweilig. Boah, der sieht krass aus in Grün. Der sticht ordentlich in die Augen. Raiden auch mit Bennys, okay, und besonderer Farbe. Junge, der sieht auch geil aus mit F1. Der sieht halt auch wirklich brutal aus. Gefällt mir auch richtig gut. Sehr geile Autos. Also wirklich sehr, sehr geiles Auto. Kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, wir gucken uns jetzt noch zwei Garagen an. Reverse und wer auch immer danach noch dran ist. Schnitzel mit Tomatenkrabbensoße. Bro, noch nie gehört, dass man sowas isst. Okay, okay. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich hätte es mal eben sagen können. Als wir im Dings waren. Na, ich will jetzt nicht... Ehrlicherweise jetzt nicht hier noch eine Stunde im Kamin verbringen, um ehrlich zu sein. Haben wir jetzt lang genug gemacht. Torno und wild. Ja, ein bisschen random zusammengewürfelt. Digga, was ist das denn für eine Karre? YouTube Julex, bestes Nummernschild. Was ist das denn für eine Karre hier?
Kadi! Kadi, mein Bester, Dankeschön für deinen Support. Kuss. Sehr nice Autos. Sehr cool. Und dann machen wir noch zum Abschluss. Haben wir hier bei Dings waren wir doch schon, Scorpion. Bei dir waren wir doch schon. Ghostbusters. Ja, dann komme ich noch kurz, Kamit. Dann Dominik, kriegst du noch meine Alpha. Und Kreese, du kannst mir vielleicht deine Power Search verkaufen. Die sah krass aus. Die hätte ich ganz gern. Kürbissuche ist noch nicht drin, bitte. Oh, nee. Aber kommt bestimmt noch. Nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche wird fett. Halloween Special. Ich glaube, nächste Woche wird nochmal so das Hauptding. So, dann schauen wir doch mal hier kurz vorbei. Ich glaube, einer mag Bentley. Man merkt, dass du so langsam aber sicher immer müder wirst. Noch circa 3 Stunden und 30 Minuten stehen bis jetzt auf der Uhr. Ich habe es aber im Urin, da kommt jemand und versaut dir den Feierabend. Und wenn es kurz vor Schluss ist. Das, ja, fürchte ich auch. Erstmal 5 Liter Holy auf. Erstmal was essen. Nee, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ja, aber Holy müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal eins machen. Ja, und ich habe auch schon so 1-2 Namen im Kopf. Ich habe auch da schon so 1-2 Namen im Kopf. Das ist mein Problem. Steht drin, super. Ich danke dir, Crazy. Ich nenne dich Crazy, ich finde das irgendwie cooler. Crazy! Hey, guck mal hier. Die Niederlande fährt mit. Nice, gut. Lade nämlich kurz ins Kamid ein. 5 Liter, holy. Bro, da gehe ich nicht mehr aufs Klo, da gehe ich ins Krankenhaus. Hm, was denkst du, bis das, wann das Stream geht? Boah, wie Flur haben wir denn jetzt? Das hängt halt sehr von ab. Also wenn irgendjemand den Tippi-Stream-Link findet, dann tut's weh. Also, zeitmäßig. Weil, also mit Bits, also Subs ist es ja nicht so schlimm. Also Subs ist natürlich das Verhältnis von Kosten zu Streamverlängerung echt beschissen, ne? Also 5 Euro für eine Minute, für 2 Minuten. Ist natürlich ein richtig beschissener Deal im Prinzip eigentlich. Aber da ist die Umrechnung nicht so schlimm. Also ein 10er Sub-Bomb sind 20 Minuten. Also das ist jetzt nicht so, das kriegt man hin. Also 20er Sub-Bomb, 10er Sub-Bomb gab's jetzt heute noch nicht so heftig. Das ist ganz gut. Das war's mit dem heutigen Video. Gönn dir dieses oder andere Spiele direkt bei Ineba deutlich günstiger. Der Link ist in der Videobeschreibung.